Hansi Klär, Trainer von Austria Lustenau, 5 harte Wochen Vorbereitung liegen hinter euch. Wie ist der Cheftrainer mit der Vorbereitung der Austria zufrieden? Ja, die Vorbereitung war ganz okay. Wir haben ja einen kompletten Neuaufbau, wir haben sehr viele Abgänge, sehr viele neue Spieler zu integrieren gehabt und muss sagen, die 3-4 Wochen waren, was das Defensivleistung, sind wir schon sehr weit, war in Ordnung und in der Offensive werden wir von Woche zu Woche besser. Vor allem haben wir jetzt einen neuen Stürmer noch dazu bekommen. Und ich bin sehr optimistisch für die neue Saison. Der neue Stürmer kommt aus Brasilien, heißt Toko. Was gibt es über ihn zu sagen? Ja, er kommt zwar aus Brasilien, hat aber die letzten 3-4 Jahre in Deutschland gespielt, in der Oberliga. Hat dort immer sehr viele Tore gemacht und ja, dafür ist er geholt worden, dass er auch bei uns Tore macht. Jetzt geht's los mit der Meisterschaft. Wie sehr ist da die Freude von einem Trainer nach 5 Wochen Vorbereitung? Ist schon eine ziemlich lange Zeit. Kribbelt's da schon? Naja, ehrlich gesagt, ich hätte gern vielleicht nur 1-2 Wochen länger, vor allem weil der neue Stürmer jetzt am Freitag wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung steht und ansonsten einige Spieler aus der Regionalliga gekommen sind und die dann relativ wenig Pause gehabt haben. Also hätte man gern noch einmal 1-2 Wochen vielleicht sogar länger gewünscht. Aber wie gesagt, natürlich ist, wenn die Meisterschaft kommt, ist jetzt da schon dann ein Kribbeln da. Jetzt da. Man merkt ja heute beim Training, dass die Spieler schon sozusagen brennen drauf auf das erste Meisterschaftsspiel und das ist ein positives Zeichen, so wie wir uns heute im Training präsentiert haben. Los geht's gegen Gröding auswärts. Was darf man sich da von Lustenau erwarten und was darf man sich generell diese Saison von Austria Lustenau erwarten? Ja, wie gesagt, wir haben einen Umbruch in der Mannschaft, wir haben eine komplett neue Mannschaft. Wir haben fast 6 bis 7 Stammspieler hergegeben und sozusagen müssen wir uns jetzt neu orientieren. Trotzdem, glaube ich, haben wir Spieler geholt, einzelne Spieler, die Klasse haben, die Bundesliga-Format haben und die Führungsspieler sind. Und wir haben sehr viele junge Spieler geholt mit Ambitionen und Potenzial. Glaube, dass wir die sehr gut kompensieren haben können. Ja, es wird am Start drauf ankommen am Anfang, schwer einzuschätzen, wie auch die anderen Mannschaften sind. Aber ich hoffe, dass wir eine ähnliche Rolle spielen können wie im Vorjahr. Wird die Austria aus Lustenau heuer ganz vorne um den Aufstieg mitspielen können? Wie gesagt, jetzt vor der Saison ist es sehr schwierig, weil man die anderen Mannschaften nicht wirklich kennt. Auch andere Mannschaften haben teilweise einen großen Umbruch, wie der FC. Oder es gibt natürlich Mannschaften wie Wacker, die neu hinzugekommen sind, nachher ein komplett neues Gesicht haben. Es gibt den FC Magna, der vom Kader her und von den Namen her mit sehr viel Geldaufwand in Kader zusammengestellt hat. Aber wie gesagt, Geld regiert nicht immer und Fußball entscheidet sich am Platz und da werden wir dann sehen, wie nach 2-3 Runden, wo wir stehen und dann können wir dann besser analysieren, ob wir wieder um einen Titel mitspielen und in was für eine Richtung wir dieses Jahr uns unsere Ziele setzen müssen.